So, guten Morgen. Wir sind Sarah und Philipp von der Coop-Zeitung und wir sind heute hier beim Zirkus Knie. Wir sind bei der Mannschaft, so nennt man das. Das ist der Platz da hinten und ist eigentlich der Platz, wo die Leute vom Zirkus schlafen. Und wir haben heute ein Date mit dem Ivan Knie. Wir werden ihn einen Tag lang verfolgen. Und ja, gehen wir mal schauen, was uns erwartet. Mir mal deinen Platz oder euren Platz hier. Der Camping kann ich euch nicht zeigen, da er einen ziemlichen Puff hat, aber ich kann euch den Rest des Platzes zeigen. Sehr gut, machen wir das. Das waren jetzt die Mannschaftswegen. Hier sind die Mannschaftstoiletten, Duschen, die für alle. Hier ist die Schneiderei, haben wir auch. Für Reparaturen von Kostümen, Anzüge von Mitarbeitern und Artisten. Da hinten haben wir dann die Küche, die Mannschaftsküche. Ah, wir tun ja auch Essen, zufälligerweise. Gut, jetzt haben wir eigentlich den Platz ein bisschen gesehen. Wie geht's weiter? Was machst du jetzt? Ja, jetzt als nächstes geht es in die Tierproben. In die Tierproben? Genau, um 7:45 habe ich jetzt meinen Bus. Okay, ja, dann gehen wir lieber los, ha? Gehen wir mal zu den Pferden. Machen wir. Okay. Mein allererstes Pferd. Ah. Also erstes eigenes Pferd, sagen wir mal, wo ich eigentlich für mich bekommen habe. Mhm. Wie geht ihr denn davor so beim Training? Also wenn ihr jetzt so ein neues Pferd bekommt? Ja, also Pferde kommen im Normalfall bei uns, wo sie noch nichts wissen. Also sie kommen hier noch ganz unbelernt zu uns. Wissen noch von keinem System, wie wir arbeiten und so weiter. Also man fängt von null an. Wir nennen das ABC, beibringen. Und dann, wie ist so eure Strategie? Also wirklich nur mit Wörtern? Ich habe jetzt auch gesehen beim Training, dass ihr gar nicht... Genau. Nee, also nicht nur mit Wörtern. Wir zeigen auch wie nennen es Werkzeuge, kann man es nicht nennen. Peitschen nenne ich es nicht gerne, weil was man als Peitschen sieht, werden nicht als Peitschen benutzt. Also wir peitschen damit die Pferde gar nicht. Wir sehen es eher als unsere verlängerte Arme. Also mein Großvater hat das immer uns verboten, was auch richtig so ist, ob sie alle so meinen, es soll keine Waffe werden, was eine Peitsche eigentlich ist. Und das soll es genau nicht sein. Es soll unsere verlängerte Arme sein. Es soll ihnen die Zeichen zeigen. Es ist eigentlich nur eine Hilfe. Also es darf auf keinen Moment, keine Sekunde, darf es als Waffe benutzt werden. Sein Name ist Zeus, also eigentlich der Originalname ist Laureus, auf Abkürzung Zeus. Hallo. So, schön. Und was probst du mit ihm jetzt? Also, er wird eigentlich ein hohe Schule-Pferd, also beritten wird er hauptsächlich. Beibringen will ich ihm absolut alles Mögliche. Also, unseren Pferden tun wir auch nichts aufzwingen, sagen wir mal. Also, wir probieren mit denen alles. Wir sehen, was besser geht, was weniger gut geht. Und jedes Pferd hat so seine Spezialitäten. Mhm. Genau wie bei Menschen. Es ist auch nicht nur Arbeit, es ist auch spielerisch. Also man spielt mit denen, man unternimmt was mit denen. Es soll auch Unterhaltung sein. Also nicht, dass sie den ganzen Tag hier einfach nichts machen. Also, gehen wir wieder in die Probe. Jetzt erzähl doch mal, wie bist du eigentlich, also wie hat es bei dir angefangen, mit dem, dass du mit den Pferden arbeitest? War das deine Wahl oder war das einfach von Anfang an klar? Also von Anfang an klar. Wir sind seit mehr, also meine Familie ist dafür bekannt, Generation von Generation mit Pferden.
zu arbeiten. Ich bin daher sofort da reingewachsen, kann man so sagen. Man hat es mir mehr oder weniger weitergegeben. Gezwungen wurde mir eigentlich nichts. So, während der Schulzeit und vor der Schulzeit ist alles eher so spielerisch alles, oder? Man wächst ja auf, man geht zur Schule. Die Leidenschaft wird dann nicht bei jedem, aber normalerweise übertragen. Und dann werden wir mit eigener Frage gestellt, wollen wir da hundertprozentig weitermachen oder will man Beruf wechseln? So, die Wahl wird uns gestellt, also pflichtig war nie eine Pflicht. Und genau wie bei meinen Vorgängern ging es bei mir genauso. Und du hast dich dann dafür entschieden? Genau, auf jeden Fall. Und wie hast du angefangen? Erinnerst du dich noch daran, wo du das erste Mal irgendwie mit den Pferden gearbeitet hast? Oder? Ich erinnere mich an meine erste, wie sagt man, Darbietung, Vorstellung. Da war ich etwa 3,5-4-jährig. Und da habe ich mit meinem Großvater die traditionelle Groß- und Kleinnummer vorgeführt. Das ist eine Nummer, wo schon mein Urgroßvater mit seinem Vater ist so bei uns Knie so ein, wie sagt man, so ein Debüt. Die erste Nummer wird immer die hier gemacht. Mhm. Also immer mit groß, ein großes Pferd und einem kleinen Pony. Mhm. Daher der kleine Junge, ich und mein Großvater waren zusammen. Mhm. Mein Großvater mit seinem Vater, sein Vater mit seinem Vater. Und so wurde es immer weitergeleitet. Die Knietradition. Genau, die erste Knietradition. Und als du jetzt kleiner warst oder so, hast du da auch manchmal irgendwelche anderen Artisten angeschaut oder auch mit den anderen Tieren, wo du gedacht hast, so, ah, das fände ich noch cool, weißt du, so Kindheits... Ja, ich meine Kindheits, ich glaube Ideen und wie sagt man, Interessen findet man die ganze Zeit, wenn man in diesem Beruf mitmachen will oder ist, wenn man sehr interessiert ist. Man findet immer, es ist immer gut, anderen anzuschauen, es ist immer gut, sich weiterbilden zu lassen. Man hat ja logischerweise nie ausgelernt. Ich war schon immer ein großer Fan von der Akrobatik auch. Also ich bin nicht nur Fan von Pferden, ich bin wirklich allgemein in vielen Themen im Zirkus, sagen wir mal, sehr interessiert. Du hast vorhin gesagt, in der Schule. Also wie läuft denn das hier bei euch mit Schule? Also ich bin ja mit den 9 Jahren Pflicht jetzt fertig, aber wir haben hier eine Zirkusschule. Ein Wagen. Es ist eigentlich eine ganz normale Schule. Es ist, wir haben eine Lehrerin, Material, es ist alles das Gleiche, also Mathematik, Geschichte, Sprache. Stunden sind genau die gleichen, von 8 Uhr morgens bis 4 Uhr nachmittags waren wir in der Schule. Es ist eigentlich eine ganz normale Schule. Der einzige Unterschied wäre, es ist in einem Wagen. Also es findet auf Rädern statt. Und ihr habt den gleichen Stoff wie alle anderen auch? Genau. Also es ist alles geprüft geworden von großen, also normalen Schulen. Hattest du beim Training auch schon Situationen, die gefährlich sind? Also ich meine, es ist ja schon mit so vielen Pferden dort und auch beim Reiten und so. Gefährlich. Ich glaube, man darf nicht, auf jeden Fall nicht den Respekt verlieren für seine Arbeit. Ich meine, wir arbeiten mit Tieren. Man weiß nie, was passieren kann. Also man muss immer mit Vorsicht arbeiten. Am besten erklärt, man muss die ganze Zeit aufpassen, weil ein Schlag von einem Pferd kann sehr schnell schief gehen, oder? Ja gut, dann lass ich dich mal weiter trainieren, oder? Super, danke. So, wir sind jetzt hier on Backstage sozusagen. Das ist die Maske, wo der Ivan schon drinne sitzt und sich fertig macht für die Show gleich. Ich würde sagen, wir gehen mal rein und gucken, wie es ihm so geht. Hallo. Na? Schon fleißig am Vorbereiten für die Show. Mehr oder weniger dran, ja. Ja, erzähl mal, bist du aufgeregt? Aufgeregt sind ja immer ein bisschen, sagen wir mal. Ja, auf jeden Fall. Ja, und erzähl mal, wie ist es für dich dann, wenn du dann da rauskommst, das erste Mal am Tag? Die ganzen Leute sitzen da. Ja, schwer zu erklären eigentlich. Das ist so ein Gefühl, das man schwer erklären kann.
keine Ahnung, 2000 Leute starren einem so an und... Nimmst du das überhaupt wahr? Siehst du die überhaupt in dem Moment, wenn du da reinkommst? Nicht wirklich, eben. Genau das ist schwer zu erklären, weil man sieht sie kaum, man merkt es kaum. Man ist so konzentriert auf was man macht, dass man langsam einfach vergisst, dass die Leute eigentlich da sitzen und einem angucken. Was ist so dein größtes Erlebnis, das du so in Erinnerung hast? Was von der Aufführung, weißt du, so der Moment? Allgemein ist ja, wenn man die Nummer fertig hat und man sich ja mal sehr gut gearbeitet hat und man wirklich bei alle Tricks zufrieden ist und Leute applaudieren und man ist selber glücklich. Also ich bin mit mir selber ein bisschen eher ein strenger Mensch. Also es muss alles perfekt verlaufen, damit ich dann schlussendlich zufrieden bin. Ich glaube, das Gefühl, perfekt gearbeitet zu haben, aber ich glaube, das Gefühl bekommt man sehr selten oder fast nie. Weil, also ich zumindest bin sehr ein Perfektionist, sagen wir mal, für so Sachen. Da bist du aber sehr streng zu dir. Ja, mehr oder weniger. Naja, also ich bin jetzt mal gespannt. Ich lasse dich jetzt mal noch fertig machen und bin gespannt auf die Show nachher. Ach, ich genauso. Gut, also hey, viel Glück. Danke.